Senora? I take the lax soup. Excellent choice. Small, and I will upgrade. So for me, the small linsen soup, please. Super. Perfect. I deliver. You take your bread there, don't cut your fingers. Fresh Italian bread, drinks in the fridge. Healthy on the right side, unhealthy on the left side, you know, like cola, Fanta. And the good juices are on the right side. Okay. Spoons and knives over there, I deliver the food in 2 minutes. Okay. Super. Thank you so much. Yeah. Se ve que son buenas. Now we make it like a change. Warum sind wir heute hier? Also warum habt ihr diesen Laden jetzt ausgewählt, um den uns vorzustellen? Also das hat unterschiedliche Gründe. Das ist einmal die Bequemlichkeit, weil es wirklich, wie Anja immer sagt, 1:20 von unserem Büro weg ist. Also wir können eigentlich hier reinfallen. Und abgesehen davon ist es einfach ein ganz ungewöhnlicher, super Laden. Man sieht ihn, findet ihn nicht so leicht. Irgendwo versteckt hinterm Hauptbahnhof und dann ist es echt ein bisschen so eine Oase, so ein bisschen nicht so typisch München. Es ist alles so bunt, man kommt rein, Niklas begrüßt einen immer toll, erzählt einem erstmal, was es dann zu essen gibt. Also du schaust auch nicht auf die Karte und wenn dann irgendwas aus ist, ist es aus und schneidest dir dein Brot selber runter, mixt dir dein Spezi selber zusammen und ja, es ist irgendwie so ein bisschen unser verlängertes Wohnzimmer von unserem Büro sozusagen. Und hat der Niklas auch irgendeine Geschichte? Also ist der, was ist das für ein Typ? Also er sieht ein bisschen zumindest aus wie eine Type. Ja, voll. Also er war früher DJ und auch schon mehrmals Restaurantbesitzer, kommt gleich aus Schweden, hat schon ungefähr auf der halben Welt gewohnt und hat jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich diesen Laden hier mit seiner Frau zusammen, aus Venezuela kommt die und... ja genau, kocht wahnsinnig gerne und hat so ein bisschen Bock einfach mehr Subkultur nach München zu bringen und die brauchen wir ja tatsächlich, vor allem günstige Subkultur. Also Subkultur, die 12 Euro kostet, haben wir schon genug, aber Subkultur, wo du auch gut und günstig essen kannst und wo du einfach sein darfst, ist ja, haben wir nicht so viel in München, deswegen ja. Und was ist so dein Geheimtipp zum Essen hier? Was isst du hier am liebsten? Also ich muss jetzt echt mal die Lachssuppe probieren, die habe ich echt, shame on me, noch nie gegessen. Ich steige immer auf die harten Sachen um, also Burrito oder Hotdog mit Hackfleisch, fand ich bisher ziemlich grande, aber ja, also jetzt kommt der Sommer und ich muss ein bisschen mehr Lachssuppe essen. Aber es ist echt ein gemütlicher Laden. Voll. Ich kann so verstehen, warum ihr das oder Salmon, Lachs, Fresh Lachs von Norway, Linsen Soup, das ist für eine Tourist. Wow. Fantastisch. Das ist die kleine Portion. Ja. Dann will ich nicht wissen, wie die große aussieht. Man sollte dann auch Linsen. Thank you. Small portions, but I think you will refill it. Wow, yes. Sure. Thank you so much. There is also sugar cookies afterwards. So. Ah, okay.